Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Super Mario Maker, meine Damen und Herren, mit Level von Hero, weil wir können und weil wir wollen. Und dem feurig heißen Soda-Skandal. Kann nur gut werden, Alter. Wobei ich gesehen habe auf den Thumbnails genau, dass das Wasserlevel ist. Also das kann ich so schon mal nicht für gut heißen. So läuft das hier nicht, Alter. Weil das ist extrem schick designt, oder? Also mit dem Hintergrund und dem Vordergrund, also quasi. Im Hintergrund ist Tiefe. Das hat man so oft auch nicht. Also habe ich so oft noch nicht gesehen, finde ich. Also, oder? Also. Finde ich schick. Ohne Scheiß. Da kann man, so kann man dann sogar mal ein Wasserlevel ertragen. Hab jetzt auf die Abschlussrate gar nicht geachtet. Was wahrscheinlich sogar besser so ist. So wie ich mich kenne, weil ansonsten neige ich wieder dazu, mich entweder zu überschätzen oder logischerweise zu unterschätzen, je nach Abschlussrate. Dabei geht das ja bis hierhin noch. Aber das wird sich sehr wahrscheinlich auch noch ändern, weil es ist Wasserlevel und es ist ein verfickter Skandal. Also, ich erwarte diverse Skandale, auch von mir selbst. Ansonsten bin ich an dem Level quasi nicht angepasst. Der Unscheiß, der Hintergrund ist echt schick. Sehr cool. Bitte, möchte gerne nicht getroffen werden. Hier sind nicht ein einziges Power-Up bis jetzt drin. Das ist ja, also. Wobei das Level jetzt auch nicht so schwer ist, als dass man bis jetzt eins unbedingt bräuchte. Also, ein bisschen Challenge soll der ja schon meist noch drin sein. Ich weiß nicht so ganz, ob die roten Münzen optional sind oder ob die Pflicht sind. Deswegen werde ich sie jetzt mal einfach vorsichtshalber einsammeln. So einfach nur für den Fall, das. Schaffe ich das? Ja, Gott sei Dank. Das schaffe ich wahrscheinlich auch. Und ein Checkpoint. Hör mal, jetzt geht's los. Jetzt legen wir richtig los. Ich wollte gerade sagen, hier ist wahrscheinlich jetzt auch irgendwo ein Power-Up drin. Oh, ach ja klar, ist ja Daisy so das Skandal. Deswegen müssen wir natürlich auch Daisy sein. Sehr schön. Gott sei Dank Daisy und nicht irgendeine andere Tante, die ganze Zeit beim Schwimmen schreit. Das wäre, das wäre fatal gewesen. Ich meine, wobei ich kann das ja auch übernehmen. Eine Frage der Zeit, bis meine Nachbarn mich hier rausekeln. Aber das ist egal. Oder ich ekel einfach alle Nachbarn raus. Ist auch im Bereich des Möglichen. Irgendwann wohne ich dann alleine in diesem Mehrfamilienhaus. Wäre auch schön. Also ich meine, wenn ich die anderen Wohnungen dann auch noch selbst vermieten darf, dann wäre schön. Dann wäre der Kanal gesichert, alles ist easy. Alter, das ist eigentlich. Aber das ist eine Marktlücke, ne? Eigentlich sollten wir das wirklich so machen. Wir halten jetzt einfach alle zusammen. Und ekel, wir machen ja einfach jetzt die größte verfickte LAN-Party der Welt. Sind die lautesten, ach, scheiß. Dingsbums, hab ich gar nicht gesehen. Die Dingsbums da, die Koralle da. Das nicht bereuen werde, habe ich eine verpasst oder kommt noch eine? Habe ich wirklich eine verpasst? Ne, Moment, ich habe keine verpasst. Haha, und die kriege ich nur, wenn ich keinen Hit genommen habe. Sehr schön. Ich vermute mal, dass das jetzt einfach nur ein Bonusraum ist. Mit Bumpern. Deine Idee von Bonusräumen sind Bumper. Ich lasse das mal so stehen. Cool, bei Extra-Leben. Sehr schön. Also, da haben wir diesen Bonusraum dann auch gefunden. Ist ja eigentlich nicht zwingend meine Art, sowas dann auch zu tun, aber man darf ja auch mal von der Norm abweichen, die man sich selbst gesetzt hat. Ach, wie schön. Dankeschön. Also, sehr, sehr schön designtes Level, finde ich. Also, sehr, sehr, mit sehr viel Auge fürs Detail. Und das ist natürlich dann auch eine feine Sache, weil Auge fürs Detail ist eine verdammt angenehme Angelegenheit, Alter. Mal Stern, aber sowas von. Entschuldigung mal bitte. Das sind wirklich coole Levels. Sehr, sehr cooler Account, cooler Thumbnail. Hier, Avatar. Nehmen wir so. Machen wir noch eins davon? Klar, machen wir noch eins davon. Totenbuß Anwesen des Knallens. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert und uninterpretiert. Ich habe keine Ahnung, welche Form von Knallen hier so passiert. Und es geht mir auch nichts an. Ich lasse das einfach so stehen, weil Knall und so. Aus dem Alter bin ich ja im Grunde genommen selbst auch schon raus. Deswegen habe ich auch keine Ahnung von. Ich kann da drüber springen. Aus irgendeinem Grund habe ich die Decke jetzt deutlich tiefer gesehen, als sie eigentlich war. Aber das passiert häufiger. Vor allem so abends im Bett, wenn die Decke dann so langsam hochsteigt und so, verstehst du? Dann. Aber das passiert natürlich auch in meinem Alter selten, aber. Sollte es denn mal passieren? Sehr, sehr schön. Quasi Geister. Dingsbums. Geister-Pokies, Alter. Oh. Hör mal. Dass ich das noch erleben darf, du. Aber ob ich das jetzt haben soll, ist natürlich dann eine andere Frage, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das eigentlich dafür da ist, für den Checkpoint, sodass ich dann quasi das Power-Up bekomme. Also es ist eigentlich auch ganz cool, dass die Level scheinbar designt sind um das Power-Up rum, dass man beim Checkpoint bekommt. Oder ist jetzt hier auch eine Feder drin? Ist keine Feder drin. Das macht dann jetzt aber den Raum danach unverhältnismäßig schwerer. Ne, ist egal. Wir kriegen das schon hin, weil. Ja, klar. Wobei, ich meine, jetzt bin ich offiziell weiter als beim ersten Versuch. Beziehungsweise zumindest genauso weit. Aber
Ja, jetzt bin ich dann offiziell weiter. Wie schön. So viel zum Thema, es wird schwerer. Hör mal, ich kann das. Ich kann das, Alter. Also sehr cool auf jeden Fall, dass die Level dann auch so ein bisschen drumherum designt sind, um die, also um die fuck, Power-Ups, die man für Checkpoints bekommt, drumherum quasi. Muss ich irgendwie einen Schlüssel suchen oder so? Muss ich irgendwie einen töten? Ich gehe einfach durch die Tür, ne? Ich gehe davon aus, dass mit dem Stern hätte ich jetzt sehr wahrscheinlich, wenn ich jetzt raten müsste, so schnell habe ich jetzt aber gerade nicht reagiert. Wenn ich raten müsste, würde ich durch den Stern die Boosts in den Wolken umbringen und in einen von den Boosts, oder einer von diesen hat dann einen Schlüssel, wenn ich raten müsste. Wenn ihr aber, in den Comments. ob ich recht... Ach, shit. Kommt das Ding jetzt nochmal zurück? Ich möchte gerne eine zweite Chance haben. Jeder hat doch eine zweite Chance verdient, oder etwa nicht. Er kommt nochmal. Nein, er kommt nicht zurück. Ja, schön auch. Zum Glück war da gerade ein Checkpoint. Das wäre jetzt schon wieder... Aber jetzt habe ich wieder es versaut, mit meinem Power-Up hier durchzukommen. Und muss das jetzt wieder ohne Power-Up schaffen. Habe ich keinen Checkpoint gehabt. Der Checkpoint war dahinter. Gut. Alter, ich weiß schon, was ich hier tue. Ganz fantastisch. Aber das heißt natürlich jetzt, dass wir die Möglichkeit nochmal bekommen, eventuell nach dem Bonusraum da zu gucken. Warte mal. Das Scheibenkleister. Das werden wir, das ist ja quasi wert. Im Prinzip ist es dann wert. Pass auf, ist hier was versteckt? Nein. Versuch war wert. Hier war das, ne? Ja. So, jetzt muss ich dann... Stopp. Nein. Ganz schlecht. Was mache ich? ich war so konzentriert, aber dann ging alles den Bach runter. Weißt du, das ist... Wenn du einen Fehler machst, dann hast du im Prinzip verloren. Also in meinem Fall. Scheiße. Ich bin vorhin hier, beim ersten Mal bin ich hier durchgekommen, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Jetzt bin ich offensichtlich jetzt nicht mehr dazu in der Lage, überhaupt irgendwas zu schaffen, ohne getroffen zu werden. Keiner davon hat einen Pilz. Schlüssel, meine ich. Warte mal. Wer hat den denn dann? Ach Quatsch, ich suche auch keinen Schlüssel, ich suche einen Powerblock. Ich bin blöd, ich suche... Und auch keinen Powerblock, sondern einen P-Switch. Wusste ich. Ach, da hinten links ist der. Rechts. Ah, und dann hätte ich mit den... da hätte ich mit den Wolken da drunter herfliegen können und so weiter. Jetzt sehe ich. Ja, okay, hab verstanden. Ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich das vorher gewusst und mal wieder hingekriegt, weil ich hab mal wieder weise im Voraus geplant. Weißt du? Da dachte, jetzt hat er die übelst coole Idee gehabt irgendwie, da quasi Schlüssel und so weiter findet in Boos und so. Und im Grunde genommen alles verkackt, aber dafür Checkpoint. Gott sei Dank. Aber... Hat sich das ja gelohnt, dass wir das alten nochmal gemacht haben, ne? Nein. Gott sei Dank war der Boden da nicht. Gab es da doppelten Boden. Und dieser eine Block da oben unter der Decke, der ist aber auch nicht ganz unbewusst da platziert, glaube ich. Der hat mich jetzt über den Haufen gehauen, Alter. Aber das macht nichts. Weil nirgendwo anders gehöre ich hin als über den Haufen. Danke. Eine Münze. Oh nein. Das wird gut. Das wird jetzt richtig gut, glaube ich. Also, jetzt muss ich schnell reagieren, präzise springen und erstmal muss ich den Scheiß schaffen. Das wird glorreich. Also, komme ich da überhaupt drüber? Nö. Doch. Aber ist auch egal, ich habe ja meinen Hit wieder zurück. Wobei, vielleicht hätte ich hier jetzt einen Raccoon Leaf bekommen und wär noch stärker, aber nein. Das bleibt mir vergönnt. Warte mal, stopp, langsam. Und damit meine ich bitte so schnell wie möglich, weil Heilige. Muss mit dem Ding da auch noch mithalten, Alter? Was? Muss ich so schnell sein, dass ich dann von dem Ding auch noch runterspringen kann? Also mich quasi nochmal absetzen kann, sozusagen, um dann da zum Ende zu springen, oder wie? Das ist natürlich jetzt schade, dass ich schon wieder ein Hit genommen habe. Das wäre nämlich mit dem Raccoon Leaf, sollte da eins drin bleiben, wenn ich da als Groß-Mario quasi hinkomme, wäre das natürlich dann deutlich einfacher. Okay, ein kleines bisschen schwerer offensichtlich als das erste Level, aber das soll es ja auch sein. Also alles easy, warte mal. Das Bonusding hätte mir dann nur in Anführungsstrichen das extra Leben da unten gebracht, schätze ich jetzt mal einfach. Interpretiere ihn mal einfach. Weißt du was, kann man da durchkommen, ohne getroffen zu werden? Da kann man bestimmt durchkommen, ohne getroffen. Irgendwas haben die Bullet Bills da mit Sicherheit auch. Oder? Nee, ich glaube, die sind nur dafür da, damit die Booster drauf reiten können. Nee, ist Quatsch. Schade. Ich dachte, er hätte mal wieder die übelsten coolen Tricks gefunden hier, aber nein, dem ist nicht so. Das werde ich auch wieder nicht schaffen. Doch. Okay. War so wahrscheinlich nicht gedacht, aber dafür so geschafft. Also umso besser. Auf jeden Fall zwei coole Level. Danke fürs Einsenden. Die anderen Level gucken wir uns mit Sicherheit auch nochmal irgendwann an. Es sind ja einige auf dem Account. Auch
Schön viele Sterne, also ziemlich cool. Da freue ich mich drauf und drüber und so weiter. Extremes Auge fürs Design und so, gefällt mir gut. Ehrlich. Danke fürs Einsenden nochmal und nächstes Level. Wir haben ja noch eine Rechnung zu begleichen und so. Und zwar können wir uns ja daran erinnern, dass in diesem Level Bonusräume waren und so und ich extra die Münzen dafür gesammelt habe und den ganzen guten Kram und im Prinzip dann aber leider den die Tür übersehen habe. Was wir natürlich dann jetzt wieder gut machen wollen, weil wir haben ja Bildungsauftrag und so. Also ist jetzt glaube ich das erste Mal, dass ich für einen Bonusraum ein Level nochmal spiele, aber da ich darum gebeten worden bin, da können wir dann nochmal machen. Das ist alles easy, Alter. Wenn ich natürlich scheitere. Welche verfickte Überraschung. Was habe ich eigentlich erwartet? Und zwar ist die Tür für die rote Münze ist da direkt über mir. Also die wird einem sogar gezeigt. Langsam und in aller Ruhe, bevor man überhaupt damit in Berührung kommt. Wenn man die Augen aufhält, dann sieht man die auch. Wollen wir mal sehen. Ob wir da diesmal ankommen mit der letzten roten Münze, die noch fehlt. Und vor allem, oh, an diese Stelle kann ich mich erinnern. Weil... Den Fehler mache ich nie nochmal. Den Fehler mache ich nie nochmal, Alter. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, was da jetzt drin ist. Ich gehe jetzt wirklich einfach nur hier rein, weil mich Leute darum gebeten haben, doch mal bitte zu zeigen, was da für ein Bonus drin ist. Und dem wollen wir natürlich dann auch nachkommen, wenn wir dazu in der Lage sind. Muss ich jetzt einfach nur hier so reinfallen oder was? Ich hoffe, dass ich einfach nur so reinfallen kann und muss und wie auch immer. Weil das sieht für mich... Oh doch, ich wollte gerade sagen, das sieht für mich nicht nach irgendwas aus... Jetzt hat er mich aber wirklich um meine Münzen betrogen. Warum sind die anderen beiden nicht mehr da? Was ist das denn? Ach, Mann. Super. Ich habe ihn bestimmt nochmal. Okay, Gott sei Dank. Genug rumgefailt. Wir können jetzt endlich dann mal so ein bisschen Gas geben. Jetzt mal hier Butter bei die Fische quasi. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht noch irgendwie getroffen werde. Danke. Sehr, sehr entgegenkommend, Mr. Schildkrötigen-Typ. Oh, jetzt, das wird glorreich. Ich weiß genau, dass ich mit diesem Sprung wieder Probleme haben werde und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann nicht nachdem ich schon mal auf Anhieb geschafft habe, nicht nochmal auf Anhieb schaffe. Jetzt der große Reveal. Hier drin ist was? Hier drin sind extra Leben, ein Stern und ich verwandle mich in diesen Mario-Typ. Cool. Und natürlich ein bisschen Feierei, Alter. Oh, wir landen oben auf den... Haha, siehst du mal, hat sich das ja doch gelohnt. Das wird auch noch gezeigt haben, aber... Waren auch nur 3 weitere Anläufe, die ich dafür gebraucht habe. Alles easy. Meine Damen und Herren, bitte Like-Button kaputtkloppen und so weiter und so fort für Bonusräume, für mehr Bonusräume und mehr Level mit eben diesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hatte Spaß. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und offiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Yeah, meine Damen und Herren. Tschüss.